Okay, bald geht's jetzt mit der Zahl, die innen reinkommt. Die kommen jetzt jeweils auf ein Brett. Bei der 8 wollte ich sehen, dass ich jetzt die Maserung von dem Holz genau innen drin habe. So, so ja ungefähr mache. So, und die 0 kommt jetzt hier drauf. Ausschneiden, beides abfackeln. Und dann kommt es hier rein. Das ist der Plan. So, jetzt habe ich hier meinen Leim. Gebe ich jetzt die Zahlen drauf und schneide mir Stichsäge aus. Alles drauf. Sowas. So wie ich mir das gedacht habe. Schön. Jetzt noch schleifen
Und dann noch abfahren, ja. Zum Bandschleuber, die groben Dinger. Ich nehme das Papier ab. So mit dem Papierleim ist eigentlich immer nicht schlecht. Noch was sagen wir, die sind dann eh weg. Nur mit Wasser geht das auch weg. Fast nichts. Aber im Segen hat es gut gehalten. Echt vollkommen. Muss mal kurz drüber schleifen. Bereich probiere ich jetzt mal so eine kleine Bürste, ich jetzt hier so reinkomme. Da kommt der Bast auf jeden Fall, ob es funktioniert, weiß ich jetzt noch nicht.
Ich bin zufrieden. Jetzt noch halbwegs platzieren. Ungefähr. Zähne nach unten. Und oh, gegen die Morserung oder mit der Morserung? Gegen die Morserung sich vielleicht zu ungleichmäßig aus. Beides was, aber was jetzt besser aussieht. Ich mach's andersrum. Mach's gegen die Mauser vom Schild. Bleib's fest, dann hat sie es mit der Entscheidung. Das war jetzt im unteren Brett. Nicht ganz zwei. Hält schon euch gut. Sieht man keinen mehr.
Ist fertig. Hält schon ganz gut, wenn ich jetzt kurz drehe. Ist das Ganze, die ganze Maserung. Sieht, denke ich, echt gut aus. Kann man so lassen. Okay. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.